kandidieren Sie wieder? Aus vollem Herzen kandidiere ich wieder. Ja. Und ich habe das schon Ihren Worten entnommen, auch aus der Situation. Die Bundespartei gibt Ihnen ja kein Geld, die unterstützt Sie nicht. Und Sie sind auch nicht besonders interessiert daran, als FDP-Mensch da aufzutreten. Ja. Ja, haben Sie den Geldmangel ausgeglichen? Das wären etwa 300.000, die die Bundespartei geben müssen. Null hat sie gegeben, kein Cent kam aus Berlin, das war die Meldung. Und diese Kein-Cent-Meldung habe ich dann mal retourniert, wie man es beim Tennis sagt, und habe gesagt, wer es anders sieht, bitte Spendenkonto. Und tatsächlich, jetzt wo ich hier sitze, haben wir 450.000 Euro eingesammelt. Also erstmal die Zahlung aus Berlin kompensiert, unseren Eigenanteil fast gebracht und wir sind finanziell gut gerüstet für den Wahlkampf. Das ist doch schön. Was sind das für Leute, die jetzt Geld spenden? Das sind auch aus der Mitgliedschaft der FDP. Kleine Beträge, große Beträge, von also alles zwischen 50 und 1.000 Euro. Das sind Unternehmer vor allen Dingen aus Thüringen, die sagen, wir brauchen eine klare Stimme des Mittelstands im Thüringer Parlament. Aber auch aus Thüringen, über Thüringen hinaus. Die sagen, okay, Kemmerich ist jemand mit politisch-wirtschaftlichem Sachverstand, der eine große Lebenserfahrung in dem Bereich Unternehmertum mitbringt, der sechsfacher Vater ist. Und das ist vielen auch eine Summe Geld wert. Sechsfacher Vater, manchmal lese ich auch siebenfacher Vater. Da ist Wikipedia nicht ganz genau, es sind tatsächlich nur sechs. Aber immerhin. Immerhin, ja, das ist so schön. Wie alt sind die Kinder? Die Spanne ist zwischen 16 und 27. Leben die in Thüringen alle? Nee. Die leben alle in Thüringen. Nee, Entschuldigung, meine Tochter, die lebt in Hamburg, die oder studiert in Hamburg. Ja. Aber andere leben in Thüringen, studieren in Thüringen. Einer geht noch zur Schule, noch zwei Jahre. Aber alle noch nahe der Heimat. Sie sind ja gleich nach der Wende nach Thüringen gezogen, von Aachen, ein Öcher, wie die Öcher sagen. Ja. Und ich habe mitgekriegt, dass Sie auch Karneval dort importiert haben in Thüringen. Ja, nicht nur importiert. Es war ein Doppelbistum. Erfurt-Mainz war mal ein Doppelbistum. Insofern waren die Karnevalswurzeln schon da. Wir haben sie dann nur mit einer Gruppe von Menschen nach der Wende wieder belebt, in Altblüte geführt. 1998/99 war ich Karnevalsprinz der Landeshauptstadt Erfurt, bin dann Senator geworden, also Förderkreis, und bin jetzt seit 2016 Präsident der Gemeinschaft Erfurter Karneval. Und natürlich kriegt man Karneval als Rheinländer so mit der Muttermilch mitgegeben. Ja, das ist doch schön. Und dann haben Sie ja diese mittelständische Firma, Masson heißt die. Kommt das von Maßarbeit oder Maßschnitt? Nein, Masson ist eigentlich ein französischer Eigenname. Ja. Wie Schmitz, Müller, Müller, Meier, irgendwas. Aber als ich das 90 aufgebaut habe, waren ja, sag mal, die Marke, ostdeutschen Marken waren etwas angestaubt. Und da habe ich mich bemüht, gerade für den Schönheitsberuf einen französisch klingenden Namen zu suchen. Und es ist ja eine Branche, die sich mit Haarschneiden, mit Verschönerung der Menschen befasst, und da war Masson einfach ein toller Namensgebungstitel, den wir bis heute beibehalten haben. Erzähl's von dieser Firma, die hat überall Filialen oder in vielen Orten. Wie ist das? Wir haben sozusagen 19 Filialen, zwei in Berlin, die anderen 17 in Thüringen verteilt. Das sind etwas über 100 Köpfe, knapp 100 Mitarbeiter, wenn man das mal umrechnet. Wie gesagt, seit über 30 Jahren im Markt, eigentlich noch länger, weil es Vorbetriebe sind, die es schon in der DDR gegeben hat. Wir bieten in einem mittelhohen preisigen Segment was an, sind in meinen Augen relativ erfolgreich, auch wenn viele Leute natürlich jetzt Konjunktursorgen haben, die habe ich nicht nur auch, sondern auch die Kunden, aber wir sind relativ stabil, und ich kann nur eins sagen, ich bin persönlich begeistert von meinen Mitarbeitern dort, in jeder Ebene, die in einem hohen Maße... Wie viele Mitarbeiter haben Sie? 100. 100? Das ist doch ein fantastischer mittelständischer Betrieb. Also der Thomas Kemmerich ist ja nicht nur durch dieses Interregnum als Landesvater bekannt, sondern Sie haben vom Karneval gesprochen, 100 Mitarbeiter. Vorhin haben Sie gesagt, Sie sind Sportler. Was machen Sie für Sport? Doch, heute fahre ich eigentlich nur noch viel Ski. Aber ich habe zum Beispiel, es ist mal schwer, über einen selber zu reden, ich habe letztens die goldene Ehrennadel der Handwerkskammer Erfurt bekommen, weil ich Zeit meines Unternehmerlebens 600 Lehrlinge ausgebildet habe. Und in die, ja, aber das sind doch alles Pfunde, mit denen Sie wuchern könnten, um wieder in den Landtag einzuziehen. Jetzt haben wir die miserable Lage der FDP in Thüringen. Da lese ich, die Umfragen sind so bei 2-3% oder sowas. Aber Sie selber sind populär, bekannt, erfolgreich. Wie wollen Sie es schaffen, als Thomas L., was heißt L.? Nicht liberal, sondern Leonard. Das ist der Vorname meines Vaters. Ja. Trotzdem gewählt zu werden, dass Ihre persönliche Bekanntheit, Ihre Erfolge, Ihr Engagement
sich auszahlt, ohne dass da immer das unbeliebte Etikett FDP draufsteht. Wie wollen Sie das schaffen? Ja, tatsächlich ist die Marke FDP etwas verbeult, sagen wir mal vorsichtig. Ich denke, wir merken bei jeder Wahl, es werden immer mehr personenbezogene Wahlen. Ja. Personen haben das Vertrauen, Parteien immer weniger. Ja, und ich glaube, wir leiden alle etwas darunter. Und 80% der Thüringer kennen meinen Namen. Und knapp 20% sagen, der macht politisch eine gute Arbeit. 14% habe ich gesagt, der soll wieder im Landtag landen. Und ich will einfach die Leute überzeugen, dass unabhängig von dem Label FDP Thomas Kemmerich eine Bereicherung ist für einen vielfältigen Landtag. Ja. Und dass die Thüringer FDP die Thüringer FDP ist und nicht eine Blaupause von der Berliner FDP, die oftmals als eben politisch ungeschickt empfunden wird. Ich will ja nicht alles verteufeln, was in Berlin passiert. Aber wir sind immer in der Mithaftung auch für Dinge, die sehr stark aus der rot-grünen Ecke kommen. Gesellschaftsmodelle, Freigabe Cannabis, Demokratiefördergesetz, das sind ja alles so wohlfall klingende Titel, die aber von den Leuten als ganz schrecklich genommen werden. Jetzt haben wir dieses Einwanderungsgesetz, in meinen Augen völlig falsche Priorität. Wir müssen erstmal die Migration in Ordnung kriegen, da ist Chaos und vorher brauchen wir auch nichts anpacken. Die Leute wollen keine illegale Migration mehr. All für das steht man alles in Haftung. Und wir haben auch als Berliner FDP zu oft etwas versprochen und dann gebrochen. Ich nenne mal das Rentenpaket. Und jetzt hoffe ich, dass die Schuldenbremse steht. Wird ja auch darüber diskutiert. Ja. Aber wie gesagt, unabhängig davon, in Thüringen steht Thomas Kemmerich für mehr Mittelstand, für eine Erfahrung aus dem Bildungssystem. Weil ich habe 6 Kinder leiden sehen in dem Bildungssystem. Ich weiß, ich bin Jurist, ich habe ein abgeschlossenes Jurastudium. Ich weiß, wie man auch rechtsstaatliche Ordnung herstellt, ob das bei der Migration ist oder bei diesen Fragen, die uns jetzt täglich belasten. Kleine Kinder überfallen andere kleine Kinder. Mag sein, dass die Überfallenden nicht strafmündig sind, aber deren Eltern sind strafmündig. Und ich sage, und viele sagen das auch, wir brauchen sichtbar eine Konsequenz aus dem Handeln, ob das Jugendliche sind oder Erwachsene sind. Ein Verstoß gegen die Rechtsordnung ist nicht hinnehmbar. Sie sitzen im Landtag mit 4 Kollegen, also zusammen seid ihr 5? Nein, wir sind nur noch 4. Wo ist einer weggekommen? Einer ist abhandengekommen, deshalb sind wir auch noch zur Gruppe degeneriert. Also in den 5 Jahren habe ich fast alles erlebt, was man parlamentarisch erleben kann. Ist Bürger für Thüringen hieß die Konstellation, ist aber auch aufgelöst, also ist inzwischen also Einzelabgeordnete und wird dem nächsten Thüringer Landtag sicher nicht mehr angehören, dass da einfach, weil sie nicht wieder antritt. Der große Sauerländer Volksschüler Müntefering hat ja gesagt, Opposition ist Mist. Aber ich habe mitbekommen, dass Sie als Opposition ganz schön was bewirkt haben, obwohl Sie immer die Mehrheit gegen sich haben. Was sind Ihre Erfolge als Oppositionspolitiker? Ja, wir haben durchgesetzt zum Beispiel ein Gebot bei der Umnutzung von Waldflächen, Landwirtschaftsflächen, Aufforstung und den landwirtschaftlichen Charakter in den Vordergrund zu stellen. Ziel dessen ist, den Wald nicht zuzupflanzen mit Windrädern. Wir haben durchgesetzt, dass die medizinische Versorgung auf dem Land gestärkt wird durch eine Landarztquote. Wir haben durchgesetzt Nachtfernzielgeräte, um die Schweinepest zu bekämpfen. Das ist natürlich die Konstellation, in dem es keine klaren Mehrheiten gibt in einem Landtag. Kann man sowas machen, auch als Opposition. Aber das zeigt ja, dass wir keine parlamentarische Krise haben, sondern wir haben eine Krise der Regierung, die es nämlich nicht geschafft hat, die Bevölkerung hinter sich zu kriegen und permanent damit hadert, dass sie keine Mehrheit hat. Ja, dann ist das so. Ich glaube, wir haben uns auch durch die Regierungszeit Merkel viel zu viel angeboten, dass die Regierung bestimmt, was das Parlament zu tun hat. Und das ist ungesund und das merken wir. Das Parlament ist der Gesetzgeber. So steht es. Legislative. Unser Gespräch wird ja nicht nur in Thüringen ausgestrahlt, sondern im ganzen Bundesgebiet. Deswegen wollte ich mal die Aufmerksamkeit lenken auf einen Untersuchungsausschuss, den Sie zusammen mit der CDU gegen Ramelow installiert haben. Das habe ich ja nicht wahrgenommen, der ich in München wohne und politisch sehr interessiert bin und alles aufsauge, dass er viele Staatssekretäre, Beamte illegal eingestellt hat. Können Sie das mal der Menschheit erklären, was da vor sich gegangen ist? Also das Beamtenwesen folgt ja dem Grundsatz der sogenannten Bestenauslese. Wir wollen von den Besten regiert und verwaltet werden. Genau, den Anspruch sollen wir haben als Steuerzahler, als Bürger dieses Staates. Und die Bestenauslese ist, will ich jetzt nicht zu weit gehen, aber es ist natürlich ein sehr geordnetes und gutes Verfahren, dass, wie Sie sagen, nur die Besten auch in die Verantwortung kommen, uns zu regieren. Und ja. Der Vorwurf ist ja landläufig, dass da Vetternwirtschaft an vielen Stellen ist. Und Ramelow und seine Leute haben das also fast perfektioniert, haben also über Umwege gesagt, das ist eine persönliche Referentin, da muss man eine besondere persönliche und politische Nähe haben.
und hat damit versucht, die Bestenauslese zu umgehen. Es gibt Gutachten, es gibt ausreichend Rechtsprechung, dass die Bestenauslese immer Vorrang hat. Das hat er an mehreren Dutzend Stellen missachtet. Und insofern haben wir einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der das beleuchtet, der jetzt gut ein Jahr erst arbeitet. Da ist die Zeit natürlich sehr knapp. Und ich habe auch persönlich Anzeige gegen Herrn Ramelow gestellt. Leider ist das auch nicht verfolgt worden. Kann der Untersuchungsausschuss seine Arbeit abschließen? Er wird sie jetzt abschließen müssen, weil die Legislatur natürlich beendet ist. Am 12. August ist da der Abschlussbericht. Aber wir sind eben nicht so tief gekommen, weil dann doch die Mittel, es wirklich aufzudecken für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, zu gering sind. Es kann sein, wenn mir dass das erst auch wieder in Jahren wirklich komplett aufgeklärt wird, wie dann auch das Urteil gegen Frau Merkel zu spät kommt. Diese Menschen, die er illegal und als Nichtbeste in Ämter gehievt hat, arbeiten, sind die noch im Amt? Die sind noch im Amt, und wenn es so läuft, wie ich das bisher annehmen muss, werden die auch bis an ihr politisches und Laufbahnende vom Steuerzahler bezahlt werden, ja, und darüber hinaus. Wir haben ja auch Pensionsansprüche. Das ist ein Schaden, der geht in die mehreren Millionen. Sie haben ihn selber angezeigt, sagen ja. Sie. Weil es auch ein Vermögensschaden in meinen Augen gegenüber dem Steuerzahler ist. Weil ich eine Millionenhöhe, der beste Fall ist eine junge Dame mit 34, die ins Amt gekommen ist als Staatssekretärin. Wenn ich das hochrechne, Statistik bis an ihr Lebensende mit den heutigen Pensionsaussichten, ist das ein Schaden von 1,5 bis 2 Millionen Euro für den Steuerzahler. Wie weit ist das Verfahren, Ihre Anzeige? Ich habe von der Staatsanwaltschaft noch nicht gehört. Verbietet sich auch, da als Beteiligter nachzufragen, ist ja politisch immer hochbrisant. Aber die Mühlen malen langsam, aber sehr, sehr genau. Wie gesagt, bei Frau Merkel hat man es auch gesehen, war nur 2 Jahre zu spät. Ja. Diese Frau, die Ihnen die Blumen vor die Füße geknallt hat, gibt es die noch? Die gibt es noch, die ist sogar immer noch Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Ich habe keine Übersicht, wie ihre Karriere weiter verlaufen wird, aber über die Karriere der linken Partei wissen wir ja einiges. Die scheint sich ja gerade dann noch dem Ende zuzubewegen. Ja, also da haben Sie es ja im Wahlkampf mit Sarah Wagenknecht zu tun, die ja sensationelle Erfolge hat, ja, als Kommunistin mit nationalem Einschlag. Ich nenne sie eine Nationalkommunistin, weil in der Migrationsfrage ist sie national. In der Wirtschaftsfrage will sie den erfolgreichen Leuten alles wegnehmen. Wie erklären Sie denn den Menschen, dass in Thüringen, mitten in Deutschland, in diesem wunderbaren Herzland mit Goethe und Luther und so, solche Situationen entstehen können, dass Linke und Rechte das in der Wählerschaft dominieren und eine Partei der Mitte so kämpfen muss? Die Parteien der Mitte, wenn man das so nennen kann, deren Markenkern oder Markenimage ist sehr verschlissen, sehr verbeult, sage ich gerne. Und wir haben natürlich eine Stimmung gerade, die sehr, sehr viel Unzufriedenheit sammelt. Und ich teile ja die Ansichten von Frau Wagenknecht zum Thema Migration. Ich teile sie ihre Ansichten zum Thema Bürgergeld. Halte ich auch für viel zu hoch und unangemessen und drückt auch nicht mehr die Bedürftigkeit aus. Unser Sozialstaatsprinzip wird gebrochen. Und ich denke auch, dass sie bei der Frage Ukraine teilweise den Nerv trifft. Kompletter Waffenstillstand, was sie da alles fordert, geht viel zu weit. Aber die Rhetorik, die mancher hat, wir müssen den Krieg nach Moskau tragen und solche Dinge, das findet weder meine Zustimmung noch große Teile der Bevölkerung. Insofern habe ich so eine Melange aus Unzufriedenheit. Und das hat ja mit einem Sarrazin mal angefangen. Es gibt viele, die können unheimlich toll beschreiben, was alles schiefläuft in dem Land. Können Vertreter der AfD auch. Aber konkret nachgefragt, was wollen sie denn machen, geht meistens bei ihren Journalistenkollegen unter oder wird es gar nicht gefragt. Und deshalb müssen wir stellen, ja, Frau Wagenknecht, was ist denn Ihre Lösung für die Probleme? Das ist der demokratische Sozialismus. Das ist nichts anderes als Enteignung. Das ist eine Vergesellschaftung der Schulden in der europäischen Gemeinschaft. Das ist Antikapitalismus, Antiamerikanismus. Das müssen die Leute wissen. Genauso, AfD hatte jetzt ja Parteitag. Die Lösungen, die anbieten, die sind ja mehr als dürftig. Und das hat sie aber erfolgreich verpackt. Immerhin eines kann man Frau Wagenknecht zuschreiben. Sie hat die Linke zerstört. Also der Ministerpräsident Ramelow kommt nie wieder ins Amt. Davon hat sie viele Stimmen aufgesaugt. Ja. Wo holt sie denn in Thüringen ihre Stimmen? Also zurzeit ist das, was man so analysiert, ist sie das übergroßen Teil holt bei, oder den Abstand größten Teil bei der Linkspartei. Aber zurzeit auch bei allen anderen. Weil, wie gesagt, die nimmt diese Unzufriedenheit auf, ist relativ unverbraucht und macht das rhetorisch auch sehr geschickt. Kriegt auch an der einen oder anderen Stelle in meinen Augen eine sehr große Unterstützung aus Mediensicht. Das war jetzt dauernd im Fernsehen. Dauernd im Fernsehen. Der MDR hatte eine
oder hatten einen vierteiligen Podcast aufgezeichnet, 4x45 Minuten. Also hätte ich auch gerne. Und 90 Minuten meiner Primetime. Wie fühlen Sie sich denn von der Thüringer Presse behandelt? Unverändert. Man hat es immer sehr schwer als Liberaler in der Presselandschaft. Ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Nein, aber im Großen und Ganzen fair. Es wird einem nur nicht so viel Sendezeit oder Sendeminuten zugebilligt wie anderen. Jetzt gab es zum Beispiel eine Auseinandersetzung zwischen dem jetzt bald abgewählten Ministerpräsidenten und dem völlig unbekannten Grünenminister über 100 Milliarden Sondervermögen für die Bahn. Also hätte ich oder Sie das gesagt, hätte jeder gesagt, so eine absurde Idee, senden wir nicht. Aber der eine kriegt damit Sendeminuten der Forderung und der andere mit dem Dementi. Und da frage ich mich auch immer mal, ist das, was die Leute wirklich hören wollen? Und ist ja eh der Eindruck von vielen, die Presse konsumieren oder heute nicht mehr konsumieren, dass die wahren Probleme nicht angesprochen werden. Also Ihre Feinde sitzen ja überall. Ich erinnere an den CDU-Vorsitzenden Merz, der hatte irgendwie die FDP-Wähler aufgefordert, CDU zu wählen. Sie haben hier die Gelegenheit, meine Retourkutsche zu verpassen. Ich habe schon an anderer Stelle gesagt, dass Herr Merz den Verstand verloren hat. Und jetzt will ich auch nicht zu Demokratie grundsätzlich werden, aber jeder sollte akzeptieren, dass zu einer Demokratie die Parteienvielfalt gehört. Und wenn ich auch gerade als CDU-Vertreter dann so einen politischen Einheitsbrei fordere, alle gegen einen, dann mache ich die politische Opposition kaputt und mache die Vielfalt, zerstöre ich, die wir gerade deshalb brauchen. Deshalb ist das, was Herr Merz sagt, eine Ignoranz gegenüber dem Wunsch der Bürger, auch Unterschiede bei den Parteien zu sehen. Und das ist ja, das hört man ja oft, dass die Leute sagen, egal was ich wähle, kriege ich den selben Brei. Und das sollte Merz auch in Kenntnis seiner eigenen Lage ja sehen. Also der Merz hat die FDP-Wähler aufgefordert, CDU zu wählen. Was sagen Sie denn den Schwankenden, die es ja immer gibt in Thüringen? Wähle ich FDP? Ist es zu knapp? Wähle ich CDU? Was ist denn Ihr Gegenappell? Also mit Thomas Kemmerich sitzt derjenige vor Ihnen und vor dem Publikum, der wie der Fels in der Brandung, wie der Fels in der Mitte dafür steht, dass es keine Verschiebung nach links und rechts gibt. Das mag zwar der unbequemere Weg sein, weil es jetzt einfach so ist, ich konstruiere irgendeine Mehrheit mit BSW zusammen. Nein, ich sage, es gibt nur eine Politik der bürgerlichen Mitte mit Thomas Kemmerich. Und wenn es uns gelingt, davon gehe ich aus, wieder im Landtag zu sein, werden wir auch in einer Konstellation mit der CDU dazu stehen, dass die CDU eben nicht nach links abbiegt, nicht zur BSW geht, nicht mit den Grünen in irgendeiner Form zusammenarbeitet. Und da weiß ich, dass das vielen Thüringern wichtig ist, dass man da Klarheit hat im politischen Kompass. Und es wird ja immer gesagt, wir brauchen eine stabile Mehrheit. Nein, wir haben es eben schon mal gehabt. Ein Parlament muss arbeitsfähig sein und eine Regierung hat das auszuführen, was dazu getan wird. Und da ist ganz wichtig, wie gesagt, wir wollen keine Linke, keine Extreme, keine grüne Politik. Wir wollen einfach Politik der bürgerlichen Mitte, die Wirtschaft, Bildung, Digitalisierung im Fokus hat. Der Merz ist ja in Sachen Sarah Wagenknecht umgefallen. Ja, er hat da ganz groß getönt von Berlin aus. Ausschluss, mit denen gehen wir nicht zusammen, dann hat er Feuer bekommen. Jetzt hat er quasi freigegeben den Landesverbänden, also seinen Thüringern und Sachsen. Im Land könnt ihr das machen, wie ihr wollt. Das ist ja auch die Aussage hinter seiner Aussage. Er kann ja nicht davon ausgehen, weder in Sachsen noch in Thüringen eine absolute Mehrheit zu kriegen. Das heißt, er braucht einen Bündnispartner. Wenn er aber vorher aufruft, FDP nicht zu wählen, SPD nicht zu wählen. Ja, mit wem will er dann ein Bündnis ausgehen? Also nur mit den verbleibenden Parteien. Das ist AfD, das ist BSW oder Linkspartei. Und das ist doch für eine CDU ein Armutszeugnis, ein bisschen Offenbarungseid, wenn ich keine Mehrheit mehr in der politischen Mitte suche. Das ist das, was Herr Merz bei dem Sommerinterview gesagt hat. Wie läuft denn Ihre Kampagne? Die Kampagne, dass persönliche Gut und Ansehen von Thomas L. Kemmerich in die Köpfe reinzukriegen, in die Wähler. Ein bisschen Geld haben sie schon bekommen, haben wir gelernt, das ist ja schon mal gut. Die FDP, Berlin hilft überhaupt nicht. Kommt ihr, die Strack-Zimmermann haben sie ja schon nie einladen wollen, die wollte ja, dass sie austreten. Ne? Das hat sie uns mal nahegelegt, aber das entscheiden wir Thüringen immer noch selber, wer Mitglied der Thüringer FDP ist und bleibt. Aber wo sehen Sie Ihre örtlichen Schwerpunkte? Erfurt, Weimar, Burghausen oder wo immer? Ja, vor allen Dingen, ich glaube, wir sind relativ gleichmäßig stark, weil überall Thüringen ist ein mittelstandsgeprägtes Land. Und ich bin seit 34 Jahren im Mittelstand unterwegs.
tätig, habe viel beraten. Ich bin in Aufsichtsräten von großen Gesellschaften, Agrargesellschaften. Man kennt sich untereinander. Und ich werde die nächsten 8 Wochen jetzt nichts anderes tun, als durch Thüringen kreiseln und mit den Leuten im Gespräch sein, um genau zu sagen, was ist dir wichtig? Es geht jetzt hier um Thüringen, es geht nicht um den Weltfrieden, nicht um das Weltklima, sondern es geht darum, dass wir die Situation in Thüringen mit unserer Politik verbessern. Und da haben wir gute Resonanzen. Jetzt haben wir eine Kampagne laufen. Ich glaube, das ist den Leuten auch wichtig zu sagen. Thomas Kemmerich ist jemand, der schon mal vorher gearbeitet hat, bevor er in die Politik gegangen ist und tatsächlich auch 2 Abschlüsse hat, ein juristisches Staatsexamen und eine kaufmännische Lehre absolviert hat und wieder Lebenserfahrung von 6 Kindern mitbringt. Ich glaube, das ist den Leuten schon wichtig. Und denke, wenn die Scheinwerfer auf den Thüringer Wahltag gehen, dann haben wir auch an anderen Stellen belegt bekommen, dass dann die Person im Vordergrund steht. Das ist Wolfgang Kubicki immer gelungen, zum Beispiel in seinem Schleswig-Holstein. Ja. Der hat auch mal vor 12 Jahren, 2012, bei einer Ausgangslage von 2% binnen 8 Wochen die FDP in Schleswig-Holstein auf 8,2 oder 4% geführt. Das ist ein schönes Beispiel, gutes Vorbild. Kandidieren Sie direkt? In Erfurt, in der Stadtmitte. In der Landeshauptstadt. In der Landeshauptstadt. Aber trotzdem kommt es auf die Zweitstimme an. Es kommt für den Parlamentssitz nur auf die Zweitstimme an. Letztes Mal hattet ihr 5,00, ich kann es kaum rechnen. Ja, ja, wir hatten am Wahlabend 6 Stimmen über den Durst und am Ende waren es dann 73. Ich glaube, auch damit haben wir Historie geschrieben. Diesmal wollen wir es deutlich besser machen. Wir haben ein Potenzial von so 14%. Wenn wir davon die Hälfte kriegen, ich sage mal, 8% ist mein Wahlziel, dazu stehe ich auch bis zum letzten Tag. Und es gab jetzt noch eine Umfrage, die meisten Menschen entscheiden sich wirklich am Wahltag. Also, wir müssen an die Wechselwähler ran. Wir müssen an die wechselbereiten Wähler rangehen und davon gibt es viele in Thüringen. Und wie gesagt, die letzten geben am Wahltag ihre Entscheidung erst bekannt und deshalb werden wir auch bis zum letzten Tag, bis zur letzten Minute kämpfen um jede Stimme. Da wünsche ich Ihnen viel Glück. Herzlichen Dank. Danke fürs Gespräch.